Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig, ich bin der Gründer und Inhaber von Soulrunner Barfußschuhen. Und heute geht es um ein neues Kinderschuhmodell, was wir im Programm haben, und zwar das Modell Pan. Das Modell Pan gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in diesem Braun-Schwarz und auch einmal in Rot-Schwarz. Wir blenden das ein. Dieses neue Kinderschuhmodell in den beiden Farben besteht aus ganz, ganz weichem Ziegenvelour. Wir haben natürlich auch wieder die Stoßkante hier vorne und die Sohle, haben aber bei diesem Halbschuh jetzt zwei Besonderheiten. Und zwar einmal haben wir die etwas stärkere Laufsohle, nämlich 6,5 mm, also die 3,5 mm Sohle und die 2,5 mm Sohle unter den Schuh gebracht, sodass wir etwas mehr Isolierung haben. Und hier innen drin gibt es ein Mikrofaservlies, sodass der Schuh wirklich auch für die kältere Jahreszeit geeignet ist. Beide Farben sind natürlich gleich ausgestattet. Ja, diese Schuhe gibt es wieder in den Größengängen 25 bis 35. Und zwar haben wir zwei verschiedene Größengänge von 25 bis 29. Da liegt er preislich bei 79,90 €. Und von 30 bis 35, wie gesagt, in beiden Farben, liegt das Modell bei 85,90 €. Ja, das sind unsere neuen Modelle Pan. Woher kommen unsere Namen? Das werden wir immer wieder gefragt. Es ist nicht so ganz einfach, die Namen für Schuhe zu finden oder für Produkte zu finden. Die sollten dann ja auch so in jedem Land noch einigermaßen gut klingen. Und wir haben uns entschlossen, einen Großteil unserer Schuhe, abgesehen von den ganz, ganz alten Modellen und den Mokassins, nach Monden zu benennen. Es gibt also einen Mond, der heißt Puck, wie unser Kinderschuh Puck. Es gibt einen Mond, der heißt Pan, und es gibt auch einen Mond, der heißt Portia. Das ist der neue Chelsea Boot, den wir jetzt für den Winter neu haben. Ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Schuh? Natürlich, der Schuh ist zu schnüren, und wenn die Kinder Hände diesen Schuh noch nicht schnüren können, wir legen dazu zwei Clips, die kann jeder dann selbst einfädeln, sodass das Kind dann auch keine Probleme hat, mir diese Schuhe zuzumachen. Dann kommt dieser Schuh mit der bekannten roten Einlegesohle. Manchmal ist sie rot, manchmal ist sie dunkel, also bitte nicht an der Farbe festmachen. Das hängt auch davon ab, wie wir an die Materialien kommen. Wir legen auf alle Fälle eine Einlegsohle mit dabei, sodass wir Isolierung haben und Entschuldigung, für die kältere Jahreszeit gibt es diese Einlegsohle hier in Schwarz. Das ist die knapp 5 mm, 6 mm dicke Einlegsohle, wie wir sie auch in den Erwachsenenschuhen drin haben, zum Beispiel beim Transition Vario. Ja, damit sollte das Kind entsprechend geschützt sein, von der Kälte her, von unten. Wie gesagt, wir haben einmal die doppelte Sohle und wir haben die Einlegsohle. Wenn die stärkere Einlegsohle in der Anfangsphase ein wenig, wo der Schuh ein wenig eng sein sollte hier, kein Problem, nach wenigen Tagen auf dieser Sohle drückt sich die Sohle ein bisschen zusammen und man hat wieder ausreichend Platz hier. Wichtig ist, dass die Länge die richtige ist, und da, wie immer, mein Hinweis bei Kinderschuhen: gemessene Fußlänge plus 12 mm als Wachstumsreserve. Ja, machen wir noch schnell unseren wasserabweisenden Test. Dazu nehme ich wieder etwas Wasser und tröpfle das auf das Schuhmaterial, damit ihr seht, dieses Material ist wasserabweisend, das heißt, die Wassertropfen perlen ab. Da sieht man wunderbar, wie die Wassertropfen abperlen, respektive hier auf dem Material stehen bleiben und nicht ins Material einziehen.
So, dann haben wir hier noch die Stopper. Dazu wird einfach nur die Schleife gelöst, die Stopper eingefädelt. Die Stopper eingefädelt. Einmal die rechte Seite. Und einmal die linke Seite. Dazu drückt man den kleinen Knopf hier einfach nur nach unten und fädelt das ein. Jetzt haben wir hier vorne den Stopper. Die Schnürsenkel kann man vielleicht reinstecken. Wir müssen die Schnürsenkel natürlich in einer bestimmten Länge haben, damit man auch noch eine Schleife machen kann, respektive den Stopper so weit aufmachen, dass der Schuh auch noch ordentlich aufgeht, damit das Kind rein kann. Hier sieht man noch einmal das Vlies. Dieser Schuh ist gefüttert mit einem Vlies, was schön wunderbar warm hält. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Solltet ihr dieses Video auf YouTube schauen, dann bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr dort auf das kleine Glöckchen drückt, dann werdet ihr auch informiert, sobald wir neue Videos hochgeladen haben. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.